Ich will auch Capybaras sehen. So, wir gucken noch mal. Ich habe jetzt die Hardware-Beschleunigung von Opera GX angemacht. Ich habe auch noch andere, theoretisch habe ich andere Browser rumliegen. Ich müsste nachgucken. Guck mal. Warum ist das jetzt auf Englisch? Ach so, okay. Okay. Ich bin ein Mädchen. Warte. Ja, ich bin ein Mädchen. Neues Spiel. Ich hab's repariert. Ja, Amaya, ja. Wir haben Sound. Seid ihr hörend? Muss das lauter oder leiser? Sag gerne Bescheid. Hallo, Kara. Na? Fühle ich Amaya. 7.349.350.183 Kämpfe gewonnen. Nice. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Aber wir wählen mal unsere Starter aus. Sie begleiten dich am Anfang deines Abenteuers. Jeder Starter hat einen Preis. Bis zu 6 Mitglieder, solange der Gesamtpreis maximal 110 trägt. Die DVs, bla bla bla. Dasselbe Pokémon mehrfach fangen. Wie kann ich denn... Ah, guck mal hier. Aha! Süße Tierchen. Also ich habe auf jeden Fall... Ich möchte auf jeden Fall Glumanda und Shigi haben. Und vielleicht nehmen wir noch irgendwas mit Pflanze mit. Wie wär's mit Gekarbor? Ist es gut oder schlecht, wenn man zu viele mitnimmt? Wahrscheinlich nicht. Ich guck erstmal rein, Kara, und versuche Dinge zu verstehen. Bevor wir irgendwas tun. Also bevor ich dumm frage. Hallo? Spiel? Hallo? Habe ich schon wieder kaputt gemacht? Nutze M oder ESC, um das Menü zu öffnen. Okay. Okay, Kara, wie geht Pokémon? Pokémon auswechseln. Das ist ein Ferkuli. Ferkuli hat Typ... Das ist immer so dunkel? Hört das so? Das Mystery Dungeon? Ja, quasi. Hallo, Timmy. Na? Statuswerte werden beim Arealwechsel automatisch zurückgerufen. Nütze C oder Shift? Ah, okay. Ich verstehe. Wir grooven uns erstmal so ein bisschen ein. Easy win. Was ist das? 3 zufälligen Items, exakt 1 auswählen. Heil-Items, tragbare Items und Basis-Items. Okay. Perfekt. Ja, laber mich nicht voll. Danke. Das ist mir zu viel Text. Toxin. Habe ich schon Tränke? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe wahrscheinlich noch nichts an Geld. Und ich kann nur eins mitnehmen, ne? Was kann schon schief gehen? Muss auch einen Starter nehmen, den ich nicht leiden kann. Moment, Timmy, welches davon? Also wir können über Gekarbor reden, aber nicht über Glumanda, ja? Level 2, das ist okay. Das kriegen wir hin. Easy win. Ach so, okay, ich verstehe. Superbälle hört sich gut an. Gönn. Glumanda. Oh, Glurak war früher mein Lieblings-Pokémon. Das ist schon frech. Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ja, ich hab's gelesen. Danke. Warum hängt der Text manchmal? Bis gleich, Herr Seppo. Bitte bringen Sie uns süße Hundefotos mit. Hallo? Hallo, hallo? Drück doch Leertaste. Was ist schon los? Und ihr so? Und ihr so? Was?
Warte, ich F5 mal. Vielleicht ist dem Spiel auch zu warm. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, Glurak ist nicht mehr mein Lieblings-Pokémon. Das ist mittlerweile Fleckmon, aber ich mag irgendwie trotzdem Glumanda. Wir gucken mal, ob es jetzt funktioniert. Ich kann zumindest fortfahren. Das ist gut. Und wir sind wieder bei dem Volley. Das ist okay. Wir versuchen es nochmal. Kann natürlich auch sein, dass das nicht für Opera GX optimiert ist. Ich hab halt nicht getestet. Ah, guck mal, jetzt funktioniert's. Datiri hatte einfach keinen Bock. Datiri musste sich noch umziehen. Datiri ist... Boah, kann man irgendwie die Typen von Pokémon sehen? Ja, kann man. Ich müsste nur hingucken. Datiri ist nicht Typ Feuer, habe ich gerade festgestellt. Guten Morgen übrigens. Datiri ist Typ Normalflug. Das habe ich gerade die ganze Zeit gesucht. Also hier neben dem... Da, wo Shiggy steht, links ist ja dieses Wasser-Icon. Da siehst du das halt. Boah, ein EP-Teiler! Ab der Entwicklung. Aha. Was für ein Doppelkampf? Was ist mit euch? Habt ihr gesoffen? Ich hätte gern Gekarbor anstatt Shiggy. Das war bei Habitat jetzt nicht so schlau, weil ich gerade nur auf Lilo geguckt habe, aber das ist kein Problem. Wir haben alles im Griff. Ich weiß nicht, kann Gekarbo auf Level 4 schon eine Pflanzen, eine Flugattacke? Wenn ich sowas wüsste, wäre das natürlich klugig. Und wir müssen wahrscheinlich auch auf AP achten. Das heißt, ich kann nicht einfach immer nur spammen. Wo Bisasam? Ja, Bisasam hat Urlaub. Boah, das wäre eigentlich cool gewesen, so ein, hier, so ein Kanto-Set. Wie geht's euch übrigens, diejenigen, die ich nicht gefragt habe? Ich glaube, bei Iggy habe ich nicht gefragt. Kanto blöd. Oh! Lücke, Akrobatik? Ich habe keine Ahnung. Tara, ja, und du bringst mir eins mit. So, ich kann Shiggy heilen, ne? So. Ach so, ich könnte jetzt zum Beispiel noch einkaufen, oder wie? Hä? Ich dachte immer nur ein Item. Ich musste das erst noch raffen. Eigentlich hat mir das Spiel das erklärt. Das Problem ist, dass wir 30 Grad haben und gestern war 20 Grad. Ich bin nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Kann ich einfach raus? Kann ich hier einfach raus? Die oberen drei sind unendlich. Ach so! Ach so! Gegen Geld. Oh Gott. Ich wollte wissen, ob ihr aufpasst. Kann ich das einfach... Nee, das kann ich mir nicht in die Tasche stecken, ha? Huh? Ja, gib mir mal eine Zitrobeere für Shiggy vielleicht. Göresibel möchte kämpfen. Das heißt, ich krieg Geld, oder? Du hast ein Recht auf eigene Meinung. Nee. Nee. Das ist ein Yawgliff. Yawgliff ist erstmal kein Problem. Und wilde Pokémon kann ich anscheinend fangen, so wie im Pokémon-Spiel auch, insofern sie denn... Also insofern ich Bälle habe. Kekshund! Ist es Folge oder Wechsel? Panzerschutz! Raupi? Raupi Schmaupi. Okay, ich muss den... also wenn ich wechsle... Dann, also, ne, Trainer und wirft neues Pokémon rein. Wenn ich wechsle, kostet mich das den Zug. Robin Hood? Hood, Hood? Hood, Hood! Bam. In dein Gesicht. Der Sound ist fein für euch, ja? Hoffe es mal. Fünfmal Pokéball. Ein Volley.
Ach so. Der Alola-Pflanzenstarter. Ich komme gerade nicht drauf. Was machst denn du gerade so viel Damage? Sag mal, was ist dein Problem? Ja, am ehesten können wir Gekabo öffnen. Opfern. Gekabo ist nicht so schlimm. Dann machen wir Pokerock Relays. Im Her? Ach so, ich hätte erst kaufen müssen. Okay. Ich weiß, wer du meinst, aber... Ach so, Bounce, da steht sie ja auch. Man könnte ja auch lesen. Ich kann lesen. Es ist echt... es ist Wetter. Ich kann mir da Tiere fangen. Es gibt Rogue-Bälle? Was zur Hölle sind Rogue-Bälle? Ha. Wir haben auf jeden Fall einen Datiri bekommen. Das ist gut. So, ich hätte gerne eine Tonne Tränke. Und ich hätte gerne mehr Superbälle. So. Mit guten Wesen. Boah, ich habe keine Ahnung von Wesen. Du hättest ja wenigstens Tschüss sagen können. Du verfolgst also wirklich den Traum? Ich kann es kaum glauben. Ich habe vergessen, die erste Textbox zu lesen. Da wir schon einmal hier sind, wie wäre es mit einem Kampf? Immerhin muss ich doch sicherstellen, dass du bereit bist. Halte ich dich zurück. Zeig mir alles, was du hast. Ich mag das Design von dem Typen. Was für Kadimani? Kadimani ist viel zu cool für dich, Junge. Rockbälle sind gute Bälle. Danke, Kara. So was Offensichtliches könnt ihr gerne immer, reiben. Was? Boah, du bist voll der Keck, Junge. Wer hat dir Auswechseln erlaubt? Nimm mein Glumanda mit Toxin, du Sackgesicht. Ich piek's gleich dein Gesicht, Junge. Au. Halt ich noch einen Schlag aus? Kann ich das wechseln? Nee. Denke, ja. Wow, war ja. Haha, scheiße. Ich habe noch einen Schlag ausgehalten. War nur knapper, als ich gedacht hätte. Okay, okay, pass auf. Wasser-Pokémon-Battle. Wasser-Pokémon-Battle. Gewinne ich das? Ich glaube nicht. Ich glaube, er gewinnt. Hör mal, so viel auszuwechseln, du blöder Blödkerl. Kann ich nicht im Menü einfach ESC drücken? Warum geht das nicht? Alter! Ich komme da gleich und hau dich! Sei schneller. Danke. Boah, Junge, ey. Geht es noch? Bam! In dein Gesicht. Jetzt habe ich Gekabo so genießt, jetzt hat er es einfach mies gecarried. Wow, du hast mich komplett überrumpelt. Bist du wirklich ein Anfänger? Vielleicht war es einfach etwas Glück, aber... Ich weiß... Vielleicht schaffst du es irgendwann ja wirklich ganz groß rauszukommen. Nee, ich bin 1,61 Meter, da kommt man nicht groß raus. Übrigens, der Professor hat mich gebeten, mir dieses Item zu geben. Die sehen wirklich cool aus. Diese Items. Viel Glück da draußen. Du hättest einen super EP-Pin. Du hättest einen EP-Teiler. Hä? Ich habe ja schon EP-Teiler. Steckt das? Ja! Vielen lieben Dank für... Oh mein Gott, 33 Monate. Das ist voll viel. Hallöchen, Nias. Dankeschön. Wie geht's dir? Also ein... Heiltrank bekämen wir gratis, wenn ich nichts anderes mitnehme. Das ist okay. Warte, bitte, sich plötzlich. Staralili und Radfratz. Das ist nichts, was ich mitnehmen möchte. Die Frage ist, was passiert, wenn ich mehr als 6 Mons habe? Kann ich das irgendwie angucken? Ah, guck mal, ich kann mit der Maus Sachen angucken. Erhöht die erhaltenen Erfahrungspunkte um 60%. Stackt der EP-Teiler? Das ist ja fast so, das ist ja so viel, wie du alt bist. Oh, das kann kein Zufall sein, Nirsch. Das ist ein Zeichen. 80% zu arbeiten. Klappt das denn gut, Nirsch? Ich hoffe, ja. Und ich hoffe, dass bei euch bald auch Abkühlung eintritt, Nirsch. Bei euch ist ja bestimmt auch warm.
Habe ich natürlich alles durchgeplant, ja. Genau so und nicht anders. Rauchwolke klingt nice. Kann man irgendwie eigentlich die Attackenreihenfolge ändern? Das wäre cool. Es regnet. Boah, hier, ich komm vorbei. Hier ist 30 Grad und schwül as fuck. Nee, umbenennen wollen wir nicht. Warte, wollen wir umbenennen? Wir könnten umbenennen. Ich hab's gefunden. Gibt's kein ESC oder sowas? Nagellack bestellen. Ja, an mich. Ich hab Geburtstag. Ich meine, was? Ach, da. Okay, ich hab's gefunden. Warte. Oh mein Gott. Ihr wisst, was das heißt, oder? Ihr könnt euch Pokémon wünschen, außer die Starter. Weil die benenne ich jetzt. Also wenn jemand von euch Shigi sein will, hauen sie raus. Nicht Shigi, Wenn jemand von euch Datiri sein möchte oder ein anderes Pokémon, das ich künftig fange, haut raus. Hellblau-Nirsch? Oder dunkelrot. Eins von beidem. Wenn hellblau cool ist, dann hellblau. Wenn nicht, dann dunkelrot. Nein, ich wollte nicht Toxin. Halt, stopp. Moment. Ich will Glut und Toxin noch tauschen. Ich kann so nicht arbeiten. So nämlich. Lähme Fleckmord für Kitty. Yes, Iggy. Yes. Oh, Iggy. High five. Pass auf. High five. Bam. So funktioniert das. Nein! Ich dachte, Midi hält das aus. Das ist okay. Können wir wiederbeleben. Und das ist ja keine Nasslok. Glitzerpink. Glitzerpink ist auch nice, Kara. Ich muss mal meinen Nagellack holen, den ich noch in meiner Kiste hab. Nennen wir es einfach mal Kiste. Gib, 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 gib. So, Lockparfüm. Mit wilden Pokémon ein Doppelkampf. Nee. Ja, gib mir mal Pokebälle. Das ist noch ein Datiri. Das ist ein Boss. Finde ich das gut? Wahrscheinlich nicht. Zum Glück machst du keine Challenge hier. Nein. Challenge für Datiri. Toxin und Rauchwolke. Warum ist bei Datiri... Frage 1, was ist Megaschild? Frage 2, warum ist bei Datiri in der Mitte so eine Leiste? Und Frage 2, und Antwort 3, ich muss meine Webcam tiefer machen. Nein! Ah! Ich glaube, das geht ganz gut so. Dann haben wir halt nicht rechts und links die Balken. Das gefällt mir etwas besser. Ihr seid nur alle da. Ihr seid hörend, ihr seid sehend, ihr seid, nicht weggerannt. Und Kara hat erfolgreich die Leute mit der Löwenzahnmelodie abgelenkt. Ich kann reden. So, ich bin da. Tut mir leid für die Unterbrechung. Alter, erstmal verschlucken. Was hier los? Das Spiel ist schon mit. Was ist Megaschild? Und warum ist die HP-Leiste in der Mitte mit so einem Ding? Nicht sterben. Ja, nee, wir wollen dich doch auslachen. Michel hat gecarried. Deckt das? Die Levelbeschränkung wurde auf 16 erhöht. Was für eine Levelbeschränkung? Ich habe keine Ahnung. Der wird zwei Health Bars haben. Ja, vermutlich, ne? Also Michel ist Level 8 und Mini ist Level 8. Das ist gut. Wir brauchen irgendwie auch mal mehr Mons. Ich weiß halt nicht. Aber bis jetzt habe ich halt noch nichts gesehen, außer vielleicht Datiri, was mir so ein bisschen gefällt. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ist, wenn wir halt voll sind.
Hannes erreicht Level 8. Das ist gut. Wir nehmen mal wieder mehr Pokébälle mit. Wir haben ein Zickzacks. Hallo Spezi. Na, wie geht's dir? Mir gefällt an dem Spiel, ich habe vorgestern bei Mod 366 in den Stream reingeguckt. Also nicht Mod wie in Mod, sondern Mod wie in 366. Der hat auch Pokérock gespielt und ich mag halt so diesen GBA-Style. Michael versucht Turbodreher zu lernen. Habe ich dir noch beim Stream Deck? Nee. Aber wir können Spezi shoutouten, Iggy. Vielleicht magst du einmal so frei sein oder auch Timmy. Das ist mir eigentlich egal, wer von euch beiden. Stärke 50, 40 PP. Normalattacke. Ja, gönn. Müde? Ja, bei mir ist eher Wetter. Dankeschön. Guck mal, im Moment gönnen die EP-Teile halt auch richtig. Das gefällt mir. Belebersamen. Ja. Gib mal her. Visenior. Visor, Entschuldigung. Das Schmücku. Ich meine, der Shortcut hat funktioniert, von daher alles fein. Ruckzuckhieb. Vielleicht nehmen wir ihn mal mit. Also wenn ihr einen Namensvorschlag habt oder ihr möchtet ein Pokémon nach euch selbst benennen, haut gerne rein. Eisstrahl. Eisstrahl würde ich schon so ein bisschen feiern. Die Frage ist, ja, Michel kann das lernen. Michel kriegt Eisstrahl, aber sowas von. Panzerschutz kann mal woanders hin. Oh mein Gott, ein Abra. Die Frage ist jetzt, wenn wir von der normalen Pokélore ausgehen, kann Abra Teleport. Wir finden es mal raus. Turbodreher? Nein, ich hätte einfach einen Ball drauf werfen sollen. Schade. Okay. Das ist ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen, ein Eichhörnchen. Was kann Biss? Oh oh. Wie ist das bei Doppelkämpfen? Kann ich dann? Dann kann ich wahrscheinlich immer ein Pokémon fangen, wenn ich das andere besiegt habe, nehme ich mal an, wie in den Spielen. Michel ist Level 10, das ist gut. Hannes levelt auch schön mit. Hannes kann Megasauger, das gefällt mir sehr gut. 40, ja. Nehme ich. Datirien hat Level 8. Ein Gratis-Heal für Michel zum Mitnehmen. Und ein Ferkuli. Oh, Ferkuli ist voll süß. Das sieht aus wie das Schwein in Wind Waker. Na, weil du streamst, Spezi. Wir schauten gerne andere Streamer out. Hallo, ich heiße Blechkitty. Ich mag Schleichwerbung. Oh, war ja. Superball, Flieg und Sieg. Nice. Mini erreicht Level 11. Mini erreicht Level alles. Anziehung. Iona, Gobeere. Nee, das gefällt mir alles nicht. Ja, komm. Schleimende Marketingbeauftragte. Haben wir Nirsch heute schon geschaut, Otto? Ich habe natürlich aufgepasst und möchte nur testen, ob die Mods auch aufpassen. Ja. Oh, Katschirisu und Emolga. Das ist suboptimal. Mit Emolga. Wir nehmen mal Datiri rein. Nee, warte. Mini bleibt drin. Mini macht. Emolga ist, glaube ich, gefährlicher. Wir gehen auf Emolga und hier wechseln wir auf Datiri ein. Mew plus Anziehung. Als sie reingekommen ist. Ja, aber Anziehung schmal. Moment, was hat gerade Scha. Ach so, Flug. Oh mein Gott. Warum wechsle ich Datiri ein? Bin ich bescheuert?
Antwort, ja, bin ich. Was war denn das gerade für ein Brainfart, sag mal. Schneeflocke? Was? Was für eine Schneeflocke? Was? Ich bin verwirrt. Komm schon! Was für Panzer? Junge, was mit dir? Du kannst mich mal. Das ist mir egal. Keine Nasslock. Okay, das Flugvieh ist raus. Das heißt, Mini lernt Feuerodem. Ja, das benutzt sie immer bei Hannes und Michel, bei den beiden Jungs. jetzt ist halt die Frage, Toxine würde ich irre gerne behalten. Und Glut löschen und Kratzer. Ha. Ja, ich tue die Rauchwolke weg. Ich habe immer gerne eine Normalattacke als Backup. Kryogonal. Kryogesundheit. Ist ein Elektro-Pokémon, kein Flug mehr. Also Hannes rein. Frigometri! Frigometri ist süß. Ich setze auch immer den Charme ein, wenn ich Blechkrater sehe. Esse. Es ist warm. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Es ist warm. Ich bin alt. Und es ist warm. Das heißt, ich darf das mit ihm nicht denken. Oder Kara? Kara gibt mir doch bestimmt recht. Können wir Pachirisu absaugen mit Megasauger und die HP auf Mini tun? Nein? Schade. Vor allem alt. Viel Spaß im Semilurk-Spezi. Vor allem alt. Hast du mich gerade alt genannt, Kara? Kara, wie alt bist du nochmal? Ich frage für einen Freund. Ich finde alleine raus. Ich bin 33 geworden gestern. Ich darf das. Aha, aha. Also erstmal stellen wir Mini wieder her. Und den Gratistrank ballern wir auf Datiri. Möku! Vielen lieben Dank für deinen lecker Schmecker Resub. Hallöchen, wie geht es Ihnen? Mit 33 darf man langsam alt sein. Alles Gute nachträglich. Dankeschön! Rena? Hä? Das Schmünku. Der Sub war von Rena. Also, Schmünku hat noch ein Subgift von Rena laufen. Kann reden. Manchmal. Warte. Doch. Ja, Timmy, also als Mod, das ist ja, du wolltest nur testen, ob ich aufpasse, ne? Mod passen nämlich nie auf. Ich glaube, Pokérock ist auch das, was Nintendo nicht so geil findet, ne? Dass vielleicht Nintendo. Oh, wir haben gleich Glutexo, glaube ich, ne? Kannst du mich mal. Und keine Sorge, wenn ihr euch nicht genug benehmt, kann ich Schmünke immer noch schnell modden. Das ist nicht gut. Wer passt nie auf, hab ich zugehört. Du, Iggy. Du. Ja, gib du Texo. Also, wenn ihr ein Pokémon sein wollt oder Namensvorschläge habt, hauen sie raus, hauen sie raus. Biss nehme ich sehr gerne. Michel kann jetzt zubeißen. Mm, das macht er auch beim Toben. Münzamulett. Oh yeah. Glutexo, Glutexo, Glutexo. Also wir haben bisher Wieso, Datiri und Ferkuli, ne? Die nicht benannt sind. Und Mini kann auch noch mal wiederbelebt werden. Also sie hat ja das Item. Brrrn. Hast du mir gerade einen Belebersamen geklaut? Geht es noch? Das ist meiner.
Kann ich gehen? Nein, schade. Too good to be blue. Nice. Lehmschuss nehme ich. Zickzacks ist im Englischen ein Waschbär. Tja, Nirsch. Aber es ist lame. Okay, dann halt nicht. Arena-Leiter. Ja, pff. Ist okay. Er hat Pflanzen-Pokémon. Das ist okay. Ich habe zwar keine Ahnung von Feen, weil ich mir das nicht merken kann, aber das ist okay. Ich habe das alles im Griff. Was für Citrobero? Kannst du schon mal am Arsch lecken? Hier. Brenn, du Potsau. Level 14. Wann entwickelt sich da Tiri? Boah, Vegimark, let's go. Glut in dein Gesicht. Nix Schlecker, keine Para. Yes. Und weg mit dir. Stahl und Gift. Danke. Ja, ja, ja. Gönn, gönn. Ja. Ei, Gutschein Plus. Was auch immer das ist. Nehm's gerne. Ha, Heilung. Perfekt. See. Oh, Kamehaps. Ich will das haben. Ich will das haben. Es ist niedlich. Ich will's haben. 16. Dankeschön. Müsste gehen mit einem Megasauger. Oh ja. An welche Pokémon komme ich ran? Die wild sind. Also so wie jetzt. Das ist ja kein Trainermon. Möchtest du ein Pokémon durch Kamehaps ersetzen? Tschüss, Visor. Im Mittelalter wurden wirklich von der industriellen Revolution verdrängt. Ach, so ist das, Iggy. Ja, sag das doch gleich. Ja, ist okay. Ich habe keine Ahnung, Nirsch. Vielleicht kann das Kara beantworten. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich spiele das zum ersten Mal. Ich kenne mich nicht aus. Sehe ich so aus, als würde ich mich mit irgendwas auskennen. Ach Gott. Ja, kannst mich mal. Es wäre doch cool, wenn es Twitch-Integration wäre. Also wenn ich den Namen nicht selber einstellen könnte. Ja, mit Dulli sein. Ach so. Ja, Nirsch, du kannst das Spiel ja mal runterladen, also im Browser spielen und für mich testen und rausfinden. Okay. Der Anwender rutscht über den Boden und greift das Ziel an. Ermöglicht den Erstschlag, wenn... Ja, ich weiß nicht. Gib mir das Nugget. Wie viele Kamehapse sind hier bitte? Also es ist ja diese Levelgrenze, aber die Pokémon, die wild sind, sind ja drunter. Deswegen vermute ich... dass ich verwirrt bin. Ich höre einfach auf zu reden heute. Können wir noch mal über meine Liste reden, dass ich alt bin und mir warm ist und ich einen doofen Tag, also semi-doofen Tag hatte und ich verwirrt sein darf? Mit 33 darf man verwirrt sein. Aua! Was für Titankiefer? Hadabadaba. Reiß dir deinen Titankiefer gleich aus. So nämlich. Anders versucht, Rapidschutz zu lernen. Sehe ich so aus, als wüsste ich, was Rapidschutz ist. Schütz Anwender auf gegnerischen Erzschlagattacken. Na. Ich bin eher so Team Hau drauf. Also wer bei mir Strategiespiele geguckt hat, wie zum Beispiel die Nirsch. Ab Level 50 darf man Dubi sein. Nee. Glutexo! 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 Okay, die spoilert! Verstehst du das dann wie Digimon und die entwickeln sich anders? Nein, das ist ein Glutexo.
Du Texo! So, dich einmal heilen, weil ich Paranoia hab. Was ist das? Lusadin. Welche Gen ist das? Random Entwicklung. Bei manchen Randomizer gibt's das, Timmy. Mit den Random Entwicklungen das Ganze einstellen. Das ist sehr, sehr wild. Oder mit, das ist quasi ähnlich wild wie so ein Entrance Randomizer bei A Link to the Past. Randomizer müssen wir eigentlich auch mal wieder spielen. Gen 7. Also, ja, okay. Ja, ab Gen 7 kenne ich mich nicht mehr super gut aus. Das ist das Problem. Deswegen bin ich sehr froh, dass da die Typen vor den Mons stehen. Eigentlich müssten wir hier mal Ultrasonne spielen und Ultramond, weil die habe ich noch nie gespielt. Reptain! Herkules, es regnet weiter. Das heißt, Chigi muss sich noch entwickeln. Gib mir die Pokebälle, weil die Tränke kann ich ja nicht sparen. Ich habe nicht mal Mond durchgespielt. Doch, Sonne habe ich noch durchgespielt. Ich bin heute übrigens wieder lesefaul. Ultrasonne habe ich im Sommer schon genug. Ja, heute haben wir 30 Grad. Habe ich schon gejammert? Nein, schade. Pyrakrok. Das ist geschmuggelt. Das ist geschmuggelt. Das ist ein Datien-Yeez. Bist du bekloppt, Junge? Ich habe noch keine Schillerlocke, du Otto. Ich habe mein... Oh Gott, ich habe mein Dings nicht geheilt. Ich habe mein KB-Hubs nicht geheilt. Schmünko, warum sagst du mir das? Ach so, Schmünko passt nicht auf. Schmünko als... Schmünko ist als Helferfrettchen dann sowas wie ein Bini-Mod. Und das heißt, er passt quasi auch nur zur Hälfte auf. Wisst ihr? Feuerburp. Bin ich schneller? Überlebe ich das? Was kann schon schief gehen? Die Gegner-KI gönnt. Nice. Tschüss. Blöder Rivale. Kannst nach Hause gehen. Aquavelle! Michelpichel! Aquavelle, ich bin ein bisschen überdreht, das ist okay. Ich darf das. Ich helfe Iggy und Tibi beim nicht aufpassen. Ach so. Ey, Schmünko, es gab Beschwerden, dass du die Kaffeemaschine hast mitgeht. Was passiert im Kamm? Wild. Dass du die Kaffeemaschine aus dem Modkeller mitgenommen hast. In dein Frettchen. Was auch immer. Meine. Okay. Schmünko ist wahrscheinlich jemand, der geht mit Kaffeemaschine ins Bett. So, andere Leute haben Plüschtiere oder so eine... Wie heißen diese Schnuffeldecken oder so. Und der Schmünko, der nimmt einfach seine Kaffeemaschine mit ins Bett. Kennen Sie schon Toxin? Wobei, wir können auch mal versuchen mit Biss. Ja, okay. Ich bin auch eine Plüschkaffeemaschine. Ah, der Schmünko hat im Oktober Geburtstag. Vielleicht gibt es sowas. Moment. Das steht in der Liste, oder? Ansonsten habe ich nichts gesagt. Entschuldigung, ich muss mehr nachdenken, bevor ich rede. Es tut mir leid, wenn ich gerade Dinge Wir reden einfach nicht drüber. Schmücker hat seine Kaffeemaschine schon geheiratet. Ach so, ja. Ganovil oder die Feuergiftechse. Ich glaube, ich weiß, wen du mit Feuergiftechse meinst, Nirsch. Das können wir gerne machen. Müssen wir eigentlich auch die Mod-Geburtstage im Stream feiern? Ich frage für einen Freund. Wieso geht mir gerade ein bisschen auf den Sack? Bleib ihr treu. Klar. Bist du scheiße, Bisofang? Also ich meine nicht, dass ich unkonzentriert wäre, aber bist du scheiße, Bisofang? Das ist okay. Dreschflegel. Sie dürfen mit der Braut jetzt Kaffee kochen. Nun. Ich hab aufgepasst. Ach ja, es war Tyrokrak. Tyrakrok, so rum.
Lass mich kurz blöd aus der Wäsche gucken. Ich nehme mal an, dass ich nach dem Rivalen geheilt werde. Ich hatte Garnuviel in. War das Pokémon Schwarz-Weiß, wo das vorkam? Da hatte ich den. Und das war voll das geile Mon nachher. Ja, Schmirko, wenn du willst. Warum verschlucke ich mich denn heute ständig? Wenn das Ding nicht zu teuer ist, kann ich dir das gerne zum Geburtstag schenken. Eine kalte Dusche hätte ich auch gerne. Wir machen jetzt mal was Dummes in der Annahme, dass wir gleich geheilt werden. Ach, ganz viel Schleim. Ja, Rabigato war geil. Ohne Scheiß, Rabigato war super. Autsch. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich glaube, ich habe ein Problem. Mit dem Typen Nachteil und hatte keine Plot-Arme. Oh, ja, aber ich habe doch Toxin gemacht mit Dingenskirchen, mit Mini. Hallo, könnt ihr mal aufpassen? Wir schmuggeln, pass auf. Rabigato ist das Gegenteil von dem, was ich mit Nier verbinde. Klein und süß? Ja, ich bin durch. Ich bin durch, der Kampf. Toxin regelt jetzt den Rest. Haha. Und ihr wolltet mich auslachen. So nämlich. Ich glaube, wir müssen das nochmal streamen, wenn Herbst ist. Kann mich jemand dran erinnern? Nein, schade. Du laberst mir ein bisschen zu viel, Finn. Jetzt ist die spannende Frage, dass da... Ich will nichts hören. Nichts. Danke. Oh Gott. Das Fleckmon. Das Fleckmon. Oh mein Gott, das Fleckmon. Ich hätte vielleicht Hannes wiederbeleben. Ja, okay. Das wird großartig. Ich weiß doch nicht, was effektiv gegen Feen-Pokémon ist. Gift habe ich nicht. Stahl habe ich auch nicht. Ich würde vermuten, dass ich ein Problem habe. Ja, und ihr so? Ich bin dumm. Das ist vorbei, der Run. Der Run ist vorbei. Wenn wir Fleckmon opfern, haben wir vielleicht eine winzig kleine Chance. Eine ganz winzig kleine. Auch wenn ich Fleckmon nicht opfern will. Und Mini pennt einfach. Das ist okay. Fleckmon ist zumindest im Biss drin. Das ist schon mal gut. Mini schläft tief und fest, sehr gut. Also wie die echte Mini. Und ich lebe noch.
Immerhin. Kann ich? Ja, okay. Kann ich nicht. Das heißt, wir müssen Fleckmon tatsächlich jetzt opfern. Das ist schade, aber es wird bestimmt nicht das letzte Fleckmon sein. Gibt es Fliegen wie in den Spielen? Ich glaube nicht, aber ich kann mal gucken. Okay, ich kann vor Azumere weglaufen. Carpador! Carpador ist okay. Mit Carpador komme ich klar. Sagte sie und starb. Nein, ich wollte nicht fliehen. Ich wollte ihn... Warum? Warum war das jetzt auf Fliegen? Seid ihr bescheuert? Was passiert, wenn ich einfach weiterfliehe? Dann geht der Zähler trotzdem hoch. Okay, wir probieren gerade mal so ein bisschen aus. Dann kriege ich aber auch keine Belohnungen. Und dann habe ich trotzdem das Problem, dass ich dann vor dem Boss stehe. Okay, funktioniert im Notfall, ist aber prinzipiell die schlechtere Wahl, weil man keine Belohnungen bekommt. Wir wissen jetzt Bescheid. Mein Problem. Vielleicht komme ich hier noch irgendwie lebend raus. Aber ich möchte mal behaupten, dass das leicht unwahrscheinlich ist. Also bei den geraden, also bei den 10er-Zahlen wird man geheilt, bei den 5ern aber nicht. Das müssen wir uns merken. Mini ist aufgewacht. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Es bringt aber nichts, weil Mini jetzt weiter schläft. Huch, was habe ich gemacht? Nein, ich will nicht YouTube öffnen. Moment, mein Browser ist gerade zugegangen. Moment. Heute ist einfach Chaos. Das ist okay. Wir sind gleich wieder beim Weiterspielen. Das ist kein Problem. Das Spiel speichert ja immer. Mods, kann gleich einer von euch mal in der Zwischenzeit ein Vote machen, ob wir nach dem Run auf Simulatoren wechseln oder weiter mit Pokerogue machen sollen? Nein, das ist eine endlose Arena. Okay. Das wäre cool, wenn ihr das einmal übernehmen würdet. Also weiter Pokerogue oder Simulatoren. Jetzt bin ich wahrscheinlich nochmal hier, ja. Das Schlauste, was wir tun können... Ihr seid wieder sehen und hören. Ja. Warte mal ganz kurz. Sorry, ich kann an sowas nicht vorbeigucken. So. Toxin. Und dann haben wir ein Problem. Die Vergiftung von Sherlock wurde geheilt. Toll, danke. Biss kann mir mit ein bisschen Glück, wenn er zurückschreckt, eine Extra-Runde geben? Nein, tut es nicht. Warte kurz. Mein Fehler. Tut mir leid, dass ich immer so ein bisschen hin und her switche, aber ich kann an sowas nicht vorbeigucken. Dreschflegel richtet mehr Schaden, wenn die eigenen HP niedrig sind. Eventuell Verbrennung. Ja, aber die Rate ist sehr niedrig. 35. Aber mit Stab.
Das ist schon mal die halbe HP. Das ist gut. Das können wir auf jeden Fall. Das war die vollen HP. Oh. Guck mal in der Zwischenzeit mal die. Die. Einstellungen an. Gibt's blau? Oh, es gibt kein blau. Mann, ey. Das ist okay, vermute ich. Denke ich? Ah, guck mal, man kann das Spielergeschlecht einfach ändern. Okay, das ist cool, dass man relativ viel. Huch. Habe ich es wieder kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe es wieder kaputt gemacht. Ich glaube, ich mache es öfter kaputt. Hallo? Hallo, hallo? Mach mal was. Hab ich's kaputt gemacht? Perfekt. Ich glaube, ich habe es jetzt schon 2 oder 3 Mal kaputt gemacht, Spezi. Na komm. Bitte laden Sie. Ach, guck mal, hier sind auch Tastatursachen. Langsam beschleunigen. Aha, aha, aha. Wesen wechseln. Aha, aha, aha. Schillern. Scheidies. Aber es ist ein cooles Spiel. Vor allem kannst du es halt einfach so spielen. Es ist Pokémon plus Roguelike. Oder Roguelite, besser gesagt. Stand da, glaube ich, irgendwo mal. Das ist schon witzig. Also ich kann sehen, warum viele Leute das geil finden. Shadow of the Hedgehog. Oh, Spezi, warum pausierst du das Spiel doch einfach? Das ist schon ganz schön frech von dir.